Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play War of the Roses. Jawohl, gestern, also in Part 120, hatte ich ja so einen kleinen Freudenanfall über dieses freudige Spiel und habe dummerweise ein bisschen die Maus gegen meinen Bildschirm geschlagen, beziehungsweise geschmissen. War nicht ganz beabsichtigt und du bist ein Hurensohn, Tommy, du kleine Axtnutte. Und ich habe euch in den Part ja auch noch ein kleines Fotolein eingefügt, wie das denn jetzt aussieht bei mir. Das Schlimmste habe ich jetzt beseitigen können, also einfach mal kurz einen kleinen, aber schmackhaften Klaps auf den Hinterkopf. Und dann war dieser große Fehler schon wieder behoben. Aber dummerweise habe ich jetzt immer noch so ein paar kleine, kommt drauf an. So ein Strich in der Mitte. Och, da flog der Kopf mal weg. So Striche im Bildschirm, dass wahrscheinlich die Pixel da tot sind, was auch immer, interessiert mich auch nicht. Und hiermit mal ein ganz großes Dankeschön an meinen Kumpel Kenny bzw. Sven. Auf YouTube heißt er The Kenny Project XD. Deswegen sage ich immer Kenny, obwohl er eigentlich Sven heißt. Der hat sich dann dazu bereit erklärt, sag ich mal, mir einen neuen Bildschirm zu spenden und das finde ich sehr nett von ihm. Mein Handy sagt mir gerade, dass es leer ist, aber dafür interessiert es mich eigentlich nicht. Also, er wird mir einen neuen Bildschirm kaufen. Ich bin so glücklich. und der soll wohl Mittwoch ankommen. Wahrscheinlich seht ihr das Video erst irgendwann später, weil ich habe schon wieder so viele Videos im Voraus aufgenommen. Das ist ja echt unmenschlich. Aktuell kann man eigentlich relativ noch damit spielen, aber es wird halt, es ist halt auf Dauer so ein bisschen nervig, irgendwie, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Bumsen, ficken, ich muss ein bisschen mehr sprechen, weil ich dachte mir, heute mache ich mal diesen Radiostream aus, sondern mache einfach nur mal die Musik an, die ich so drauf habe. Du kleine Axtnutte, du kannst dir deine Axt in die Fotze stecken. Und ja. Deswegen nicht, dass dann erst recht die Copyright-Verstöße angeschissen kommen. Na, ich schätze ja mit, dass sie nicht gerechnet, ne? Ach, du bist doch so eine Schwuchtel, ey, ohne Witz. Axtnutte. Ja, schreib du doch noch falsch. Wieso wurde das andere jetzt nicht abgeschickt? Keine Ahnung. Und ich gebe dir hin mit meinen feierlichen Versprechen, ja? Ich werde dem neuen Bildschirm keinen Haken. Ich werde ihn nicht hauen. Ich werde ihn vor jeglichen Gefahren schützen und immer stets gut behandeln. Und obwohl ich mich schon tausendmal bei dir bedankt habe, hier nochmal ein dickes, fettes Danke. Okay, was gibt's sonst Neues? Ansonsten habe ich noch eine kleine Ankündigung zu tun, die ihr wahrscheinlich schon längst seht, wenn dieses Video online ist. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mir meine Videoeinteilung nicht angeguckt, weil ich schlau bin. Ich bin ein schlauer Fuchs. Und auf jeden Fall gab es ja eine Zeit lang, wie hieß denn dieses Spiel? Es ist die Sniper Elite V2 gratis bei Steam und wir haben zugeschlagen, sag ich mal, und haben uns das runtergeladen und ja. Jetzt haben wir das mal einfach mal so spontan aufgenommen. Eigentlich sollte es gar nicht zu einer Aufnahme kommen, aber spontan haben wir dann halt aufgenommen. Und ja, das merkt man vielleicht auch ein bisschen am ersten Part, weil ich habe ohne großartig Begrüßungen und so weiter. Es tut mir natürlich leid, natürlich heiße ich euch da immer herzlich willkommen zu meinen Videos. Aber das war halt so spontan und deswegen, ne, und so Kekse haben wir eine Stunde lang aufgenommen. Heute werden wir wahrscheinlich den Rest noch aufnehmen des Spiels, keine Ahnung. Schätze ich mal, gehe ich mal davon aus, so lange ist das ja nicht gewesen. 3-4 Stunden vielleicht, maximal. Keine Ahnung, ist schon ein bisschen her. Fall doch nicht hin, ist doch schade. Ja, blöd bist du auch noch. Soll ich mal Skill, ihr Axtjuden. Also wirklich jeder Hurensohn rennt hier mit einer verfickten Axt rum. Ist doch zum Kotzen, ey. Alle in die Gaskammer stecken hier. Nur weil Fettshark zu inkompetent ist, mal zu balancen. Aber es gibt ja jetzt gute Nachrichten für Fettshark. Ich habe ja gestern Abend noch gelesen, auf Facebook, auch bei diesem Gaming-Magazin, noch mal einen anderen Song, danke, bei diesem Gaming-Magazin, dass Valve jetzt wohl so eine Klausel eingefügt hat, dass Early Access-Spiele
die mal released werden müssen. Also sie können theoretisch dann wohl für immer und ewig Early Access bleiben. Also ist natürlich eine perfekte Nachricht für Fat Shark. Dann können sie noch mehr Spiele rausholen und sie niemals beenden. Und dafür alle können das Geld wegzwacken. Das ist richtig praktisch für die. Ich hoffe nur, die werden dann irgendwie so von Steam verbannt oder sowas, was weiß ich. Gibt da jetzt schon einige Leute, die reporten Fat Shark, weil sie einen scheiß Customer Experience Dingens Questions haben. Wow, ich bin heute sehr wieder richtig A-Mod. Ja. Weil sie halt Spiele rausscheißen und dann nicht mehr weiterarbeiten, nur weil sie keinen Bock mehr haben oder sowas. Und ja, haben schon einige reported. Habe ich gelesen und ja, ich hoffe, die haben damit Erfolg. Dann kann sich Fat Shark hier schon mal verpissen. Einige haben auch geschrieben, sie haben dadurch, dass sie nachweisen konnten, irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben. Sag mal, wie viel Leben hast du denn? Ober, du Judenhacker. Was ist das denn für ein Incest Baby? Hat Infinite Health. Alter, stirb doch an Krebs, du Judenschwein. Hat irgendjemand geschrieben, wohl, dass er auch erfolgreich von Steam sein Geld zurückbekommen hat, weil Schnauze Handy, weil er irgendwie nachweisen konnte, dass die Entwickler nicht mehr dran arbeiten oder so ein Schwachsinn. Ich weiß es nicht, wie genau, aber fand ich natürlich auch sehr interessant. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, heute spielt gar keine Musik. Er klettert nicht hoch. So, jetzt haben wir uns natürlich schön damit beschäftigt, hier oben alle fertig zu machen, dass alle anderen abgehauen sind. Ja, scheiße, wenn man Trip hat, ne? Kleiner Hurensohn. Ja, die Runde ist eh gleich vorbei. Ich nehme noch eine Runde im Dingsterbums danach auf. Weil ich bin so geil, Alter. Ja, siehst du, wie geil ich bin? Nee, weil ich so froh bin, dass es hier mal tatsächlich mal Platz frei gibt. Ja, was willst du denn hier eigentlich? Kleines Axtnuttenbaby. Mann, hast du Skill. Ich gehe lieber weg von deinem Skill. Okay, gegen dich kann ich kämpfen, weil du hast ein Schwert. Okay, du bist ein Hurensohn. Axtjuden. So. Ich gehe mal, während wir den nächsten Server gleich laden, nach meinen Nudeln gucken. Ich habe mir Nudeln aufgesetzt. Hoffentlich brennt mir das Wasser nicht an. Dafür muss ich dann kurz die Musik ausmachen. Bitte ausbleiben. Ja, ich habe auf die Stopptaste gedrückt, wenn du es nur so. Bis gleich. Mal einen Moment. Hey, welch ein Glück, mal das Wasser ist mir nicht angebrannt. Ja, wie seltsam. Okay. So, wieder unsere Camper-Map. Ja, da hatten wir das ganz viele schöne, spaßige Sachen. Spaßige Spaßsachen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass man irgendwie diesen Scheiß-Strich, diese Stricher-Striche nicht sieht, weil. Das wäre. Also. Lol. Hab ich den getroffen? Egal. Also, dass man die in der Aufnahme nicht sieht, das wäre irgendwie ziemlich schwul. Müsst euch vorstellen, war lauter Striche auf eurem Bildschirm. Das wäre, glaube ich, echt Entertainment pur. Aber naja. Erstaunlicherweise fällt das bei manchen Spielen gar nicht so auf. Hier, jetzt auf der Map, fällt das aktuell sehr auf, weil hier sind wenig blaue Einflüsse. Naja, deswegen. Oder weiße Einflüsse, deswegen ist das ein bisschen kaka. Seid ihr für Tripperbabys? Das ist aber kein Mann. Mann. Ah, haben wir Glück. Jawoll. Weg ist er. Schau mal einer an. Kenny aka Sven hatte auch mal die Idee, dass wir War of the Roses zusammen spielen können. Vielleicht könnt ihr euch ja da in der Richtung drauf freuen. Wieder mit einem. Verpiss dich doch mal. Wieder mit einem Mitspieler. Letztens hat er immer Dorian freiwillig mitgespielt. Der ist jetzt dummerweise in der Klapse wegen dem Spiel. Nee, natürlich nicht. Nicht, dass er irgendwas denkt, aber. Er hat jetzt keine Lust mehr auf das Spiel. Sagen wir es mal so. Kann ich nachvollziehen. Aber ich nehme trotzdem weiter auf, weil ich geistig gestört bin und irgendwie nur ein Projekt brauche, wo man sich gut abhängen kann.
Und ja, wenn man hier mal so die halbe Welt zusammenschreien kann in dem Spiel, ist das natürlich sehr praktisch. Haha, das ist ehrlich gesagt auch der einzige Grund, warum ich dieses Spiel noch spiele. Weil so eigentlich so Fun-Faktor jetzt so nah kommt und so weiter, wenn dann erstmal so ein paar Axtnutten kommen, dann hast du erstmal keine Chance. Das ist dann erstmal... Ja, das war genau mein Ziel, Alter. Mein Ziel war es, dich mit Tripper zu infizieren. Okay, offenbar haben wir keine feindlichen Bogenschützen oder irgendwelche Fernkampfeinheiten. Deshalb wäre es sogar denkbar, dass ich zu dem Nahkampfspasten wechsle. Weil ich meine, wenn der Typ da oben überleben kann, naja, ne. Wäre natürlich schöner, wenn ich jemanden in meinen Scheiße... Naja, okay, wir haben doch Feinde. Armbrust. Ach, fick dich. Fernkampfeinheiten, mein Gott. Bogenschützen, ja. Sind das sowas von die Bogenschützen? Ich bin genau sowas von der Bogenschütze. Jetzt wüsste ich noch gern, wo der Typ steckt. Ah, der ist es schon mal nicht. Okay, der Typ ist irgendwo hinter mir. Schätze ich. Wo habe ich den Bolzen reinbekommen? Ah, ja. Okay. Der ist da irgendwo. Rechts. Ja, irgendwo da rechts ist er. Ich habe da, glaube ich, etwas gesehen. Schnauze, Handy. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Selbst wenn, wem interessiert es aber. Irgendwo da hinten ist der. Ich gehe mal auf Kundschaft. Weil ich mag keine gegnerische Konkurrenz. Ich bin hier der einzige Sniper, ne? Ja, da oben ist er doch. Guck mal. Guck mal, da ist er doch. War leider nicht schnell genug. Schade. Denkst du auch, du hast was drauf, ne? Tja, schade, dass du nur Nulpe bist. Oh, kannst du dich mir nachladen in Ruhe? Ach Gottchen. Tut mir leid. Och. Oh. Gott, ein Elbow tut er nie. Ach, come on, Alter. Es ist ja eine Mutter zur Unterstützung. Gut. Schau mal einer an. Okay, der registriert mich übrigens gar nicht. Na endlich. Hat jetzt aber gedauert, den Typen da wegzuficken. Ich hätte gerne einen anderen Song, irgendwie was mehr reinhaut. Das haut natürlich sehr rein. Ich darf nicht so lange ruhig sein, sonst ist es doof. Scheiße, der hat eine fette Rüstung. Ja, bist du auch der coolste. Okay, Middle Salvage kann man sich ja mal anhören. Ein bisschen Hilfe wäre jetzt nicht schlecht. Wir können mal zetten. Okay, hier haben wir schon. Oh, nice. Das war perfekt, Alter. Ah, das ist nicht so perfekt. Ach, guck mal. Haben gleich 10 Ext-Fackets. Oh, you make me nervous. I wanna rape you all family. Wow, Alter, 10.000 Leute vereinen, Alter. Richtige Kacknub seid ihr. Ja. Und der größte Hurensohn macht noch Teabagging, obwohl er eigentlich die größte Schwuchtel des Landes ist mit seiner Homo-Axt, aber richtige. Richtige Incest-Babys. Oh, jetzt habe ich mich voll an dem scheiß Tisch geschnitten, Alter. Ich bin so ein richtiger Emo, Alter. Muss ich erstmal an jeder Tischkante ritzen, die ich sehe. Ja, das war ein sehr schöner Leck, bin ich dir auch sehr. Dankbar dafür, ist nebenbei gesagt auch nebenbei gesagt. Es ist nebenbei gesagt auch nebenbei gesagt, ne? Also nebenbei gesagt ist nebenbei gesagt und deine Mama ist schon in den Arsch gesagt. Ja, ist schon scheiße, dass ihr alle schwul seid. Hätte man euch ja eigentlich noch abtreiben können damals in der Schwangerschaft, aber naja, gut. Eure Eltern dachten sich wahrscheinlich scheiß drauf, das Hartz IV kriege ich sowieso. Ja. Hat nix drauf, der kleine Hurensohn, 10 Stunden später. Stirb bitte an AIDS, Jude. So. Hat nichts drauf, der Jude, aber trotzdem T-Becken. Ist ein richtig harter. Ach, schau mal. Muss da aufpassen hier. Komm her, du Hurensohn. Oh, ist umgefallen. Ja.
Richtiger Noob, Alter. Einfach mal alle Juden in die Gaskammer, das wäre doch nicht so viel verlangt, oder? Ich bitte dich. Wer wird die denn vermissen? Ich nicht, ganz im Ernst. Komm, geh auf Tempo, Junge. Ist sogar einer von uns. Ja, genau den habe ich auch markiert, du behindertes Spiel. Nicht irgendwie irgendjemand anderen, nein, es war eher. Es wäre definitiv eher. Ach, tschüss, kein Bock auf dich. Ja. Dreimal hintereinander down, bist ja so ein Pro, ja. Ja. Mit 10.000 Axt. Judenschweine hinter mir, ja. Ist richtig noobig. Stell dich mal eine Runde ins KZ, da hörst du hin. So, geh noch mit Hitlers Nachgeburt diskutiert. Guck beinahe an. Ist er umgefallen. So viel zum Thema, es gibt keine Bogenschützen hier, ne? Oder Fernkampfschöner. Ja, wie nett, dass du erst nach 5 Stunden, wenn überhaupt, mal diese beschissene Rumschreierei hier vollführst. Das ist schön. Wenn man ihm einfach 10.000 Schaden drückt und es ihn nicht interessiert. Ach, fall doch hin oder stirb an AIDS. So. Müssen wir den hier hinten ausschalten, weil hinten war einer. Ja, den hat man doch. Und natürlich bist du da oben irgendwie. Ja, so ein richtig kleiner Hurensohn bist du halt. Deswegen waren deine Eltern schon immer sehr stolz auf dich. Dass du überhaupt die Sonderschule fertig gekriegt hast, ist schon ein Wunder. Muss man dir schon lassen. Komme ich gleich als Armbrustschütze wieder und fick dich weg. Mann, wohin rennen die denn heute alle? Tschüss, du Tripperkind. Wie gut auch, dass alle von uns, die Bogenschützen, irgendwie Krebs im Kopf haben und nichts sehen. Hör doch, du Fotzengesicht. Oh, kommt ein Wotkick, oh nein. Es kommt eine Wotgaskammer für dich, Junge. Extra für dich entwickelt. Wieso wollte ich jetzt hier nochmal spawnen? Lass mich da hinten spawnen. Ja, kann man anbieten. Wie nett, der steigt extra von seinem Pferd, um ihn aufzuheben. Ist ja auch einer. Achso, guck mal da. Das ist aber kein Mann. Na gut, es benutzt wenigstens ein Schwert anstatt eine Axt. Wie gut, dass die da hinten alle nur dumm in der Gegend rumstehen. Sehr praktisch. Sehen wir diesen Hurensohn? Nein, leider nicht. Ist doof, aber hey. Na, denkst du auch, die sieht man nicht. Ah, du schon. Guck mal, ist von denen voll drin bekommen, ne? Ist schade. Ich zette sogar für euch und xe für euch. Würdest du vielleicht nicht deine Position verraten und mal zielen irgendwie so? Siehst du, so geht zielen. Na gut, ich habe leicht reden bei einer Armbrust. Aber trotzdem. Mach mal, wieder an den Rücken. Ist ja schade. Ach, da rennt er ganz schnell weg. War natürlich sehr praktisch von ihm. Ach ja, bla bla bla, blub blub blub, da hinten ist der Judenzug nach Auschwitz. Haha. Ha. Ah, haben schon, schade. Aber kein Neuling. Die neuesten, wie gesagt, sind ja so blöd, ne? So wurde ich angeschossen beim Exekutieren. Hm, mach ich nochmal. Hä? Wo ist denn hier derjenige welcher? Er ist auf einem anderen Haus. Der wurde gerade weggekickt, ich hab's da gehört.
Mithilfe, ist ja sehr nett. Ich glaube, der Typ ist woanders, wenn überhaupt. Na gut, anderes Lied bitte, danke. Danke, bitte, dankeschön. Da kann man auch keinen sehen, ist ja richtig toll. Haha, komm her, ich helfe dir. Junge. Junge. Du bist so unnötig. Hilf dir jetzt selber. Was sind das für Geräusche schon wieder? Egal. Komm schon, jetzt müssen wir mal jemanden finden, ey. Achso, ja, okay. Wenn es mal ein Mann wäre. Schau mal, schon wieder verletzt. Musst du, glaube ich, nochmal heilen. Ich glaube, der AIDS-Heilung hält nicht lange vor. Schade auch. Ach, Mann. Ist ja richtig fasziniert hier heute. Dieser Kampf ist ja echt toll. Lohnt sich ja fast schon. Scheiße. Halb. Ach, ja. Nimm einfach irgendeinen. Ist scheißegal, auf wen man zielt, ne? Das so. Was ist denn eigentlich meiner? Da. Also der Mind Squad ist tot. Wunderschön. Boah, eh keiner. Okay, Fat Shark, ihr habt wieder gewonnen. Ihr seid die geilsten. Eure Mapper gehören sowas von vergast. Einfach nur in die Mülltonne schmeißen. Die menschlichen Überreste. Vielleicht kann man sie nur als Klopapier missbrauchen, aber ich glaube auch nicht mehr. Mal das. Hat mich jetzt nicht interessiert, ne? Ist schade, echt. Ja, mal. Ja, Mercy. Ich wollte dich gerade aufheben, du Ficker. Uns ein anderer Sodomie-Krieger entgegen. Ist aber schade. Ja, ich will... Oh Mann, ich dachte, ich kann den Typen aufheben. Mann, ist das zum Kotzen. Es muss ja auch alles auf einer Taste sein. Das kann ich vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Aufheben auf E und... töten auf R, weil ich meine R... Wozu brauchst du R? Du Dezib... Armbrust mit rechter Maustaste da und nicht mit R. Aber nein, das wäre wahrscheinlich zu viel. Hätte man ja entwickeln lernen müssen. Aber bei Copy and Paste gibt es nicht viel zu entwickeln. Ach, fick dich doch. Ja, aber sowas von. Oh, nie fresse. Jetzt kommen die ganzen Tripper-Babys hierher. Ist doch nicht mehr schön. Ja, danke. Du bist echt toll. Oh, hat sich aber viel gebracht, Alter. Komm her, ich heil dich. Mann, ich will ihn heilen, du Fickspiel! Meine Fresse. Immerhin haben wir jetzt ein paar Fernkämpfer hier in unserem Squad, also... Sind wir schon mal zu dritt so gesehen? Und dann könnten wir Feinde vielleicht auch etwas effektiver bekämpfen. Warum ist denn der Typ da hinten jetzt gestorben? Weiß ich nicht. Würde ich gerne wissen. Ach, guck mal. Oh, Teenage ist die. Ja, war eigentlich ein Headshot. Dankeschön. Jetzt ist der da hinten dran, ne? Mann, verpiss dich, du Ausländer. Komm her, komm her, komm her. Mein Gott. Ach, das ist der AIDS-Spawn hier natürlich. Eigentlich kann man ja nicht im Kampf spawnen, aber na gut. Die Leute, die einen Judenvorteil haben, die sehen das nicht so streng. Komm her, ich belebe dich auch wieder. Wer ist denn hier der Feuermensch? Bestimmt der Avatar. Ach, da hinten ist ein... Armbrustschütze. Den sollten wir uns vielleicht erstmal kümmern. Zetten wir mal ganz kurz. Wo ist denn der Wichser? Mann, ist er jetzt hier hinten oder was? Alter, der Typ ist gut, der Typ hier. Dieser Challenge of Sniper, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Wieso höre ich dann noch dieses Feuergeräusch, Mann? Nur wenn mir ein Pfeil im Arsch steckt. Dreckspiel, ohne Witz.
Der brennt in meinem Arsch weiter. Tatsache, ey. Wie viel sind denn davon jetzt Bogenschützen? Also Fernkämpfer, offenbar. Okay, einige. Drei sind, glaube ich, Bogen und der Rest, also... Fernkampf. Tschüss. Ich wollen wir hier nicht. Vier sind... Ach, guck mal. Drei sind Fernkämpfer und einer ist ein Nahkämpfer. Nahkämpfer ist jetzt nicht so tragisch. Alter, ganz im Ernst, ich gebe dir die perfekte Vorlage und du schaffst es nicht, den umzubringen, also ohne Witz. Ah, jetzt ist er angepisst. Jetzt muss er mit seiner Hartz-IV-Axt kommen, weil ich ne... Ja. Und der Server ist down. Genial. Ach, nein, noch nicht. Schade. Ja, ist gut jetzt. Ich weiß, dass der Server Hartz-IV ist. Ja, nochmal 10 Stunden zum Spawn. Meine Fresse. Ersetzt mal den Hamster in eurem Server. Weiß ich wo. Fett Shark, der ist wohl gestorben. Wo spawn ich hier jetzt? Willst du mich verarschen? Meine Fresse. Hä, was ist denn das jetzt für eine Kotze hier? Ach, ich bin im Gegnerteam. Ach so. Ah, gut, danke für die Vorwarnung, Qualität Shark. Ist ja, fick dich da draußen, hupender Wichser. Ist ja faszinierend. Danke für die Warnung, dass man geswitcht wird oder geswitcht worden ist. Da wundert man sich wenigstens nicht, ne? Hätte ja sein können, aber ne, in Ordnung. Muss man noch nicht unbedingt wissen, das ist ja praktisch. Ach komm, wir nehmen mal für irgendeinen, nicht wieder gerade ein Joint ist. Ach Quatsch. Ist doch Bullshit, Alter. Ja, schießt du mich ruhig an, ist in Ordnung, ist. Steh drauf. Hallo. Hat zwar eigentlich nicht dein Schild getroffen, aber dass ich nicht stören davon. Ja, mal voll in die Eier. Spawn die hier. Okay, der Typ hat noch nichts von Ablocken gehört. Ja, warum auch, ist ja auch Nates-Jude. Stirb an Krebs, du Naht, du Hitlerkind. Jetzt schreibe ich auch noch Hitlerkind falsch. Die Runde ist ja eh gleich zum Glück vorbei, Halleluja. 20 Sekunden, mein Gott. Sogar ein 28-Minuten-Video ist ja mal richtig toll. Das wird sich sowieso wieder keiner angucken. Aber ich mache trotzdem Videos weiter, weil ich dumm bin. Und ich bei meiner Zeit anzufangen weiß. Yay. Heil Fat Shark. Bumsen, Ficken, Analverkehr. Das dafür steht Fat Shark. Deren Synonym Fat Shark ist eigentlich nur ein Hinweis auf die Ungerechtigkeit in der Welt. Ja, ja. Und der Typ, der ist auch bestimmt kein Hacker. Nein, nein. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part von War of the Aids wieder. Bis dahin.